Gesundheit, meine Damen und Herren. Heute nicht erschrecken im Oberhemd, aus gutem Grund. Ich bin auf dem Weg nach Frankfurt an die Börse zur NTV, zur NTV-Zertifikate. Da darf ich heute auch mal meinen Senf loswerden. Aber ich glaube, die sind noch nicht so bereit für meine T-Shirts, deswegen im Oberhemd. Und eigentlich wollte ich mich heute nicht melden, aber wenn man sieht, wie der Markt heute reagiert, dann muss ich schon meinen Senf auch dazu abgeben. Sie sehen, der DAX fast 1% im Minus und das ist natürlich ja kein Grund in Panik zu verfallen, aber natürlich strapaziert es die Nerven extrem und deswegen schauen Sie in Ruhe in Ihr Depot, überlegen Sie, wie lange Sie die Aktien, die Sie da drin haben, halten wollen. Und wenn Sie sagen, oh, die behalte ich noch ein Jährchen oder noch länger, dann bleiben Sie heute auch ruhig. Bei den riskanten Werten vielleicht ein bisschen die Position halbieren oder irgendwas, sich frisches Kapital an die Seite stellen. Wenn wir wieder einen Aufwärtstrend sehen, dann können wir auch natürlich hier wieder dann ein bisschen besser einsteigen und die Aktien unten ein bisschen abfischen, denn ich denke nicht, dass wir jetzt hier einen Trendbruch sehen, sondern dass es einfach mal wieder ein bisschen Schrecken ist. Die Rezessionsängste nehmen wieder zu. Wir haben die Brexit-Unsicherheit und die Handelsgespräche. Wir müssen abwarten, wie die ausgehen. Was gibt es an Nachrichten? Schauen wir auf die Tops und Flops und sehen lediglich, Vonovia ist im Plus. Natürlich, der Rest alles im Minus. Und würde der DAX ja auch ein bisschen, würde DAX ja auch ein bisschen besser dastehen. Die Autowerte machen heute wieder von sich reden. Wir haben die Absatzzahlen für September aus den USA und da bricht vor allen Dingen der Absatz von VW ein. Daimler und BMW schlagen sich ein bisschen besser. Das ist natürlich das eine. Und auf der anderen Seite haben wir noch Nachrichten von BASF. Haben wir ja auch schon, nicht BASF, Bayern. Da haben wir auch hier schon in den vergangenen Tagen drüber gesprochen, dieses Damoklesschwert Glyphosat. Es wird wieder ein bisschen lauter, es hängt wieder ein bisschen tiefer, weil Bayer gesagt hat, keine Einigung um jeden Preis. Aber das ist auch das übliche Säbelrasseln, bevor man in diese Verhandlungen geht. Die einen stapeln tief, die anderen stapeln hoch und irgendwo trifft man sich dann in der Mitte. Ganz normales Spielchen, also muss man hier sich dann auch nicht so groß verunsichern lassen. Unterm Strich muss man sagen, Bayer ist dann auf einem guten Weg, wenn man so eine Einigung anstrebt und dieses Thema dann auch endlich aus der Welt geschafft ist. Das könnte dann auch so eine Art Befreiungsschlag für die Aktie sein. Was gibt es noch? Wir gucken auf den Trägerwert. Die haben gesagt, sie kaufen eigene Aktien zurück. Die Aktie steigt heute deswegen ganz doll und musste sogar teilweise mal vom Handel ausgesetzt werden, weil das den Anlegern natürlich gefällt, dass man hier Aktien zurückkauft. Grenke Leasing haben wir auch eine Aktie, die heute sich ins Plus kämpft. Die haben für die Messlatte fürs Neugeschäft höher gelegt und das kommt auch gut an den Anlegern an. Und zu guter Letzt Medizintechnik, meine Lieblingssache, Carl Zeiss Meditec. Hat schon mal Zahlen rausgebracht, deutlich über den Erwartungen und von daher ist die Aktie heute auch einer der wenigen Werte, die gefragt sind. Und auch Borussia Dortmund ist ein Plus. Wahrscheinlich rechnet man mit dem Sieg bei Slavia Prag auswärts und dann sieht die Welt auch in der Champions League nicht so schlecht aus. Man hat ja auch zuletzt 0-0 gegen Barcelona gespielt. Eigentlich ja nicht so schlecht. Da hatten ja viele eher gedacht, dass man verliert. Aber 0-0 dann am Ende reicht dann vielleicht auch nicht. Trotzdem, meine Damen und Herren, bleiben Sie ruhig. Gucken Sie Ihr Depot in aller Ruhe durch. Panik ist noch nie ein guter Ratgeber gewesen, auch wenn der DAX sich wieder Richtung 12.000 bewegt. Wir warten es ab. Überlegen Sie in Ruhe, wie lange Sie die Werte halten wollen, wie ich schon gesagt, und dann treffen Sie eine Entscheidung. Morgen bin ich wieder aus dem Studio, morgen ist Feiertag, da bin ich nicht für Sie da. Am Freitag sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut.